Zum Auftakt der ersten Juli-Sitzung des Südtiroler Landtages stand die aktuelle Fragestunde auf der Tagesordnung. 19 Anfragen der Abgeordneten wurden von der Landesregierung beantwortet, darunter mehrere zum Thema öffentlicher Personennahverkehr, aber auch eine zur Wasserkraft oder eine zur Initiative Fair Pay. In der Zeit der Opposition wurde dann ein Beschlussantrag von JWA-Wirt Anderlan angenommen, der die öffentliche Zugänglichkeit von Dokumenten fordert, die bei der Arbeit der Corona-Expertenkommission entstanden sind. Zustimmung erhielt zudem ein Antrag der Grünen, dass eine Kampagne lanciert werden soll, damit möglichst viele jener Menschen, die heute noch keinen Südtirol-Pass besitzen, baldmöglichst einen solchen beantragen. Abgelehnt wurden in Diss ein Antrag des Team K, der auf die Überprüfung der Berechnung der Sozialleistungen für Alleinerziehende, Getrenntlebende und Einelternfamilien abzielte, sowie einer von PD Demokratischer Partei zur sozialen Wiedereingliederung von Häftlingen. Ein Nein gab es weiters für den Beschlussantrag ÖPNV gratis für alle Südtirolerinnen und Südtiroler, den für Südtirol mit Wittmann gemeinsam mit Freier Fraktion, Südtiroler Freiheit und Team K vorgelegt hatte.